Hallo, mein Name ist Babette Ohlen. Ich kandidiere für die Grünen für den Gemeinderat auf Listenplatz 6. Ich bin verheiratet und habe 4 erwachsene Kinder und 4 Enkelkinder. Seit 1994 lebe und arbeite ich in Elsdorf. Von Beruf bin ich medizinisch-technische Assistentin und Heilpraktikerin und arbeite in meiner eigenen Praxis in Elsdorf. Ich bin seit 20 Jahren beim BUND. Schon immer habe ich die Partei Bündnis 90 Die Grünen gewählt. Erst vor ungefähr 2 Jahren bin ich in die Partei eingetreten, weil ich denke, dass der grüne Gedanke in der Gemeinde Neuwurmsdorf stärker vertreten sein muss. In den 90er Jahren waren wir in Elsdorf umgeben von Natur, mit Schwaden von Insekten, Vögeln, Amphibien, Fledermäusen und viel mehr Wildnis. Heutzutage braucht man keinen Insektenschutz mehr vor den Fenstern. Die Feldmark besteht aus Mais- und Kartoffelfeldern und gemähten Grasstreifen. Es gibt wenig Naturhecken und Wildblumen. Mein Schwerpunkt für die Gemeinde ist der Naturschutz. Ich werde mich dafür einsetzen, dass der Natur-, Arten- und Klimaschutz in der Gemeinde Vorrang hat. Ökonomie und Ökologie dürfen sich nicht ausschließen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die Natur in und um die Gemeinde Neuwurmsdorf mehr geschützt wird. Biotope, Wälder, alte Bäume, Feuchtgebiete und Blühwiesen. Wir brauchen alles, damit auch unsere Kinder und Enkelkinder die Chance haben, in Zukunft noch Natur erleben zu können.